Wir betrachten dazu einen alten Bekannten, Bubble Sort. Hier ist eine kurze Eingabe A, B, C, D mit A gleich 2, B gleich 4, C gleich 3 und D gleich 1. Als erstes fragt Bubble Sort, ob A mit B zu tauschen ist, ist es hier aber nicht. Also bleiben A und B auf ihren Positionen. Dieses Nein deuten wir damit an, dass der nächste Vergleich etwas links eingerückt ist. Der nächste Vergleich fragt, ob B und C zu tauschen sind, und das ist der Fall, B und C werden getauscht. Dieses Ja wird analog durch Einrückung nach rechts angedeutet. Nächste Abfrage, sind B und D zu tauschen? Ja, werden getauscht. Also wieder nach rechts eingerückt. Sind A und C zu tauschen? Nein. Also Einrückung nach links. Sind C und D zu tauschen? Ja, werden getauscht. Und wieder Einrückung nach rechts. Natürlich sind A und D auch zu tauschen. Und damit ist Bubble Sort mit diesem Beispiel fertig. Wir bleiben bei Bubble Sort. Jetzt betrachten wir die schon sortierte Sequenz A, B, C, D mit A gleich 1, B gleich 2, C gleich 3, D gleich 4. Da die Sequenz schon sortiert ist, wird es nie zu einem Tausch kommen. Nicht bei A und B, also Einrückung nach links. Wieder kein Tausch, also wieder Einrückung nach links, wieder kein Tausch und so weiter und so weiter. Alle Einrückungen sind nach links. Schlussendlich betrachten wir die rückwärts sortierte Sequenz. Wir werden sehen, dass jeder Vergleich zu einem Tausch führen wird. A und B sind zu tauschen, also Einrückung nach rechts. A und C sind zu tauschen, natürlich auch A und D und so weiter und so weiter. Alle Einrückungen gingen nach rechts. Diese Einrückungen haben natürlich einen Sinn. Man kann nun die einzelnen Pfade zu einem Baum zusammenfügen, dem Entscheidungsbaum. Das ist der Pfad unserer ersten Eingabesequenz. Das ist der Pfad der vorsortierten Sequenz. Und das ist der Pfad der umgekehrt sortierten Sequenz. Diese drei Pfade sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt des Entscheidungsbaums. Beachten Sie die kleinen gestrichelten Linien. Diese Linien, jetzt grün hervorgehoben, deuten an, dass hier ganze Teilbäume des Entscheidungsbaums aus Platzgründen ausgelassen sind. Nicht überall hängen noch weitere Teilbäume dran. In diesem Bild hängen keine Teilbäume an den drei rot markierten Stellen. Der Grund ist in diesem einfachen Fall offensichtlich. Weiter oben ist ja schon einmal geprüft worden, ob A größer B bzw. B größer C ist. Dadurch, dass nie getauscht wurde, werden halt mehrfach dieselben Vergleiche vorgenommen. Und wenn oben A nicht größer B und B nicht größer C war, dann ist das hier unten natürlich ebenfalls nicht der Fall. Jeder Algorithmus hat für jede Zahl n von zu sortierenden Elementen einen Entscheidungsbaum. Die Blätter sind 1 zu 1 die verschiedenen Permutationen, in denen die n-Elemente in der Eingabesequenz vorliegen können. Ein korrekter Algorithmus kommt natürlich mit jeder Permutation klar, das heißt, jede Permutation kommt als Ende eines Entscheidungspfades vor. Es gibt n-Fakultät-Permutationen auf n-Elementen, also n-Fakultät-Blätter. Die Länge eines Pfades von der Wurzel zu einem Blatt ist die Anzahl der Vergleiche, die für diese Permutation nötig sind. Die maximale Länge eines solchen Pfades, gemessen an Anzahl Kanten, also die Höhe des Baumes, ist die Worst-Case-Anzahl Vergleiche dieses Algorithmus für n zu sortierende Elemente. Also stellt sich die Frage, wie hoch ein Baum mit n-Fakultät-Blättern mindestens ist. Denn die Höhe des Baumes ist die Anzahl Vergleiche im Worst-Case. Wenn wir sogar eine allgemeingültige Mindesthöhe herausbekommen, die für jeden Baum gilt, dann ist dies eine untere Schranke für jeden, absolut jeden Sortieralgorithmus, der auf paarweisen Vergleichen basiert. Wir werden gleich sehen, die Anzahl Blätter in einem binären Baum ist höchstens exponentiell zur Basis 2 in der Höhe. Umgekehrt, die Höhe ist mindestens logarithmisch zur Basis 2 in der Anzahl Blätter. Da Entscheidungsbäume n-Fakultät Blätter haben, haben sie also mindestens Höhe Logarithmus von n-Fakultät. Warum hat ein Baum der Höhe h nun maximal 2 hoch h viele Blätter? Betrachten wir zuerst einen vollständigen Baum. Hier sind es genau 2 hoch h Blätter. Wenn wir Knoten aus diesem Baum löschen, aber die Höhe gleich halten, dann kann die Anzahl der Blätter, egal wie wir das machen, dadurch nur kleiner werden. Das zeigt dieses einfache kleine Beispiel. Wir müssen also nur noch herausfinden, wie asymptotisch schnell der Logarithmus der Fakultät wächst. Das hier ist die Rechnung. Wir gehen sie jetzt im Einzelnen durch. Hinter dieser ersten Gleichheit steht einfach die Funktionalgleichung des Logarithmus.
Der Logarithmus eines Produkts ist gleich der Summe der Logarithmen der Faktoren. Die erste Hälfte der Summanden wird einfach gestrichen. Da der Logarithmus für Argumente größer gleich 1 nicht negativ ist, ergibt es eine Abschätzung nach unten. Um die Rechnung nicht unnötig kompliziert zu machen, gehen wir davon aus, dass n gerade ist, sodass nicht hoch oder heruntergerundet werden muss. Da also nur noch Argumente größer gleich n halbe übrig sind und der Logarithmus monoton wachsend ist, können wir weiter nach unten abschätzen, indem wir alle Argumente durch n halbe ersetzen. Dann sind alle Summanden gleich groß. Die Summe reduziert sich also zum Produkt aus dem gemeinsamen Wert der Summanden mal Anzahl der Summanden. Wieder Funktionalgleichung des Logarithmus. Der Faktor 1 halbe und der konstante Subtrahend spielen bei der asymptotischen Betrachtung natürlich keine Rolle. Insgesamt ergibt sich Omega von n log n. Also jeder überhaupt nur denkbare Algorithmus für das Sortieren auf Basis von paarweisen Vergleichen. Egal, ob dieser Algorithmus der Menschheit bekannt ist oder nicht. Absolut jeder Algorithmus benötigt mindestens n log n Vergleiche im Worst Case. Etwas asymptotisch Besseres als Merge Sort gibt es im Worst Case nicht. Das ist der tiefe Grund, warum Algorithmen wie beispielsweise Bucket Sort relevant sind, obwohl sie weniger können. Bucket Sort kann ja nur Strings nach lexikografischer Reihung sortieren, sonst nichts. Und das kann auch jeder Algorithmus, der auf paarweisen Vergleichen basiert. Aber jeder Algorithmus auf paarweisen Vergleichen würde n log n Vergleiche benötigen. Zur Vereinfachung betrachten wir den Fall, dass alle Strings gleich lang sind. Die asymptotische Komplexität von Bucket Sort ist dann Anzahl der Strings mal Länge der Strings im Worst Case. Übrigens auch im Best Case. Bei Algorithmen auf paarweisen Vergleichen ist die Anzahl Vergleiche von Strings mindestens n log n. Verrechnet werden muss das noch mit der Komplexität eines einzelnen Vergleichs zweier Strings. Dem Zuschauer bleibt als einfache Übung überlassen, eine gegen unendliche Größe gehende Folge von Beispieleingaben für Bucket Sort zu konstruieren, bei denen jeder einzelne Stringvergleich proportional zur Länge der Strings ist. In dieser Art von Beispielen und natürlich auch bei vielen anderen Beispielen ist Bucket Sort um einen logarithmischen Faktor besser als jeder Algorithmus auf paarweisen Vergleichen. Für jeden Algorithmus zum Sortieren basierend auf paarweisen Vergleichen und für jede Anzahl n zu sortierender Werte ist ein Entscheidungsbaum definiert. Die Blätter sind die möglichen Permutationen der Eingabesequenz, die inneren Knoten auf dem Pfad von der Wurzel hin zu einem Blatt sind die Tests von Wertepaaren, die der Algorithmus für diese Permutation in dieser Reihenfolge durchführt. Der Baum ist binär, jeder Knoten hat maximal 2 unmittelbare Nachfolger, nämlich der jeweils nächste vom Algorithmus ausgeführte Vergleich, wenn der aktuelle Vergleich positiv bzw. negativ ausging. Da es n-Fakultät-Permutation einer n-elementigen Sequenz gibt, ist die Anzahl der Blätter n-Fakultät und die Höhe des Baumes asymptotisch mindestens n log n. Das heißt, jeder Algorithmus, der auf paarweisen Vergleichen basiert, benötigt im Worst Case Omega von n log n Vergleiche. Wie das Beispiel Bucket Sort zeigt, können Sortieralgorithmen, die nicht auf paarweisen Vergleichen, sondern auf spezielleren Auswertungsstrategien beruhen, durchaus unter diese Schranke kommen. Aber solche Algorithmen können naturgemäß nur bestimmte Fälle des allgemeinen Sortierproblems lösen. Ein völlig generischer Algorithmus, der das Sortierproblem in voller Allgemeinheit löst, kann nichts anderes voraussetzen als das Vorhandensein einer Methode für paarweisen Vergleich und ist daher Omega von n log n im Worst Case.